Nach Wolfgang Gerstl kommt noch ein ÖVP-Abgeordneter zu Wort, der Mathematikprofessor Rudolf Taschner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus, an diesem Pulte sprach knapp vor Ende der letzten Legislaturperiode der Abgeordnete Alfred Noll, dessen Ansichten ich großteils nicht teilen konnte, aber den ich als einen brillanten Denker, sehr geschätzt habe, und hat angeregt, man möge die Einbringung einer Ministeranklage als Minderheitenrecht festlegen. Herr Kollege Scherak, Sie können sich daran erinnern, es ist noch eine Wette offen über diese Tatsache. Sie werden aber jetzt feststellen, dass es vielleicht nicht ganz klug war, diesen Antrag einzubringen. Nebenbei gesagt, es war ja nicht nur Noll selbst, der diese Idee gehabt hat. Es war schon der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Gerhard Holzmann, der gemeint hatte, dass die Ministeranklage vielleicht Minderheitenrecht sein könnte, damit es nicht mehr ein, Noll hat es genannt, totes Recht, Holzinger hat gesagt, schlafendes Recht sein sollte. Aber diese Art des Denkens setzt voraus, dass die Opposition oder jedenfalls diese Minderheit, die den Antrag einbringt, von staatstragenden und verantwortungsbewussten Interesse zum Wohle des Staates getragen ist. Und das nebenbei ist bei dieser Ministeranklage offensichtlich nicht der Fall. Es ist ja vielmehr so, dass da hier, und das hat ja Frau Kollegin Brammer und Herr Kollege Gerstner festgestellt, hier wurden ja in Wirklichkeit die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht gewahrt von dem, was Sie anklagen, und von dem, was wirklich geschehen ist. Da gibt es überhaupt keine Basis dafür, Herr Kollege Stephan. Sie haben das sehr groß dargestellt, aber in Wirklichkeit so groß ist es nicht. Sie schießen mit Kanonen, nicht einmal auf Spatzen, sogar auf Schmetterlinge. Worauf es Ihnen ankommt, meine sehr verehrten Damen und Herren von der FPÖ, ist der Kanonendonner. Den haben Sie natürlich da, aber wissen Sie, was Sie machen? Mit diesem Kanonendonner werfen Sie Rauch in das politische Klima hinein und verbessern damit das politische Klima. Und das ist scheinbar das, was Ihnen am meisten Interesse bietet. Rudolf Taschner war der Letzte zum Tagesordnungspunkt 3 und 4. Covid-19-Fördertöpfe für Künstlerinnen und Künstler, sowohl das als auch die Ministeranklage, den Antrag auf Ministeranklage der Freiheitlichen gegen Gesundheitsminister Anschober.